Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Da guckst du Elm Creek Landwirtschaftssimulator 22. Ich habe wie versprochen die Gewächshäuser fertig gemacht. Kann ich euch einmal gerade schnell zeigen. Ich habe sie noch mal ein bisschen umgebaut. Da war mein inneres Monkhörn leider deprimiert mit. So, damit wir jetzt schön in einer Reihe hintereinander weg beladen können, mit Wasser befüllen. Habe auch schon angesät, auf Direktverkauf gestellt, so damit wir uns dann erstmal weiter um unsere Farm kümmern können, und habe auch hier einmal das Wasserwerk gebeten, einen Hydranten hinzustellen, damit wir unseren Anhänger besser befüllen können mit Wasser und ja, einfach nur leichter befüllen können. Des Weiteren bin ich leider schwach geworden. Die Hirsche haben mal wieder eine neue Modifikation rausgebracht, beziehungsweise Modifikation Update, Erweiterung von Standard Trailer. Für unseren LKW gibt es jetzt auch amerikanische Double-Trailer. Es kommen die Tage wohl noch mehr Mods raus dafür. Und natürlich darf auch dort der Hirsch auf dem Anhänger nicht fehlen. Den werden wir jetzt wegfahren. Oder die, besser gesagt. Wir wollen ja Landwirtschaft im großen Sinne betreiben. Und daher brauchen wir definitiv auch später die großen Trailer. Ja. Und von daher bin ich zufrieden. Und war ja auch klar, dass wir noch Anhänger brauchen. Klar, noch nicht sofort. Ist richtig. Aber später auf jeden Fall. Bin nur gespannt, ob wir die auch auf unseren Land drauf bekommen. Aber sollte eigentlich kein Problem werden. Ja. Passt schön drauf. Hinstellen wird schwieriger. Wobei es da ja immer noch die Möglichkeit gibt, einzeln abzuhängen und hinzustellen, aber jetzt fürs Erste stellen wir mal hier hin. Bauen wir uns schön die Garage zu. Hätte es jetzt ein Mitarbeiter gemacht von mir, wäre ich leicht dezent ausgerastet, bin ich ehrlich. Da ich ja der Chef bin. Das ist mir egal. So, wir werden aber jetzt nochmal schauen, wie es aussieht bezüglich Angebote. Ob was drin ist, was wir uns holen wollen. Noch nicht. Und wie gesagt, ich habe ja Anhänger nochmal besorgt, welche. Beziehungsweise zum Download heruntergeladen. Gerade schauen, wo die sind. Tieflader. Ja, hier zum Beispiel für den Pickup. Schön. Oder hier einen größeren Transportanhänger.
geht halt alles so in die Richtung Fifth Wheel, halt amerikanische Pickups. Mit die können wir dann auch schön hoffentlich die Ballen transportieren. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das mache ich in einer ruhigen Minute nochmal dann. Deswegen kaufen wir jetzt auch keinen davon. Ist zumindest der Plan, dass wir jetzt noch keinen kaufen. Man kann auch Augenkrebs machen bei der Farbwahl. Aber gerade für unseren Pickup ist das ideal, damit er auch bewegt wird. Ja. Hier ist der Trailer, den ich besorgt habe. Den will ich auf einer anderen Karte nutzen. Spiele und der hat ein Update bekommen. Da kann man jetzt die Krampe-Logos zum Beispiel rausmachen oder die europäische Version nutzen und Hirschfeld. Nicht Hirschfeld Howling, sondern Hirschfeld Logistics. Wie gesagt, ich bin mit Hirschfeld beziehungsweise dem HOT Modding Team total zufrieden. Die machen richtig gute Sachen. Würde ich immer wieder neu nutzen. Ja, von daher, Entschuldigung, ist es einfach so. Warum was nicht nutzen, wenn man was in Ordnung findet? Der wird auch mal schauen, ob er auf der Karte eingesetzt wird oder auf einer anderen Karte. Ist so, ja, themenbedingt, muss ich schauen. Schön zum Kaminrot. Ist schon was Schönes. Würde eigentlich ganz gut auch auf die Karte passen. Genauso wie der Front Ranger. Bin nur am überlegen, ob wir uns noch einen LKW besorgen. Bin ich ehrlich. Wir haben mittlerweile so viele Anhänger. Da könnten wir locker noch einen LKW betreiben. Aber ganze Geld jetzt rauswerfen und am Ende dann da sitzen und zu sagen, wir haben kein Geld mehr, muss nicht sein. Hier ist der Originale und meiner hat halt, oder der von Mario, da hat hier an der Seite die Beflockung drauf. Ja. LKW. So, aber wie gesagt, keine Müdigkeit verschieben. Wir brauchen ein bisschen was. Wir müssen mal schauen, ob wir was anbauen können. Baumwolle könnten wir anbauen. Nächsten Monat. Ja, Weizen, wie gesagt, es dauert noch ewig. Fast ein Jahr, bis wir Weizen anbauen können, um Stroh zu generieren. Deswegen müssen wir auch bis dahin auf jeden Fall mit Strohballen arbeiten. Gras gibt es ja jedes Jahr. Eigentlich sagen wir, nehmen noch mal den LKW. Den Traktor haben wir ja bei uns zu stehen am Shop. Den müssen wir ja am Shop zu stehen haben.
bereiten schon mal einen großen Kuhstall vor mit Heusilage und Heusilage und Stroh. Jetzt ist nur die Frage, nutzen wir ein Fahrzeug dazu für die Futtertechnik? Eins von denen hier? Oder nutzen wir einen Anhänger? Ist eigentlich oben reinladen können wir es überall. Schwierige Frage. Definitiv brauchen wir die öfter. Der ist genauso groß wie der Ladewagen von Fassungsvermögen. Aber auch Kennzeichen ranbauen. Sicher ist sicher, falls wir doch mal auf der Straße damit fahren. Und ein übereifriger Sheriff kommt dazu, damit wir es relativ zeitnah jetzt alles rüber bekommen. Was mit den großen Drop-Deck-Anhänger. Weil wir haben ja auch noch den Streuer hier vorne zu stehen. Öffnen ihn, steigen in unseren Traktor ein. Und laden die beiden Anhänger auf. Mich jetzt ein bisschen so dann nehmen wir den zurück, verkaufen wir nachher.
schon mal platziert. Und dann kommt noch der andere drauf. Später hoffe ich, dass es bald sein wird, sobald Autodrive drin ist zum Beispiel, wenn wir das auch nutzen, dann brauchen wir nicht mehr hin und her fahren, können wir uns die Sachen liefern lassen. Und was ich mitbekommen habe jetzt aber schon, dass mit Spanngurte auch Gerätschaften sicher transportiert jetzt werden können. Ups. Ja. Ohne Spanngurt wäre jetzt abgewesen, wären die Ware. Jetzt runtergefallen. Mit Spanngurt bleibt sie drauf. Ideal. Passt. Strecke erstmal hier hin. Aufklappen. Bandgurte ab. Und ein LKW, ein Traktor geholt. Hinten. Das Einzige, was wir jetzt noch wirklich benötigen, wäre ein Teleskoplader oder eine Fronthydraulik mit Beinspießer. Dadurch, dass wir ja die Beine verladen müssen. Das ist jetzt schon so eine Überlegung. Beinpresse brauchen wir später auch noch. Wenn ich am Überlegen, ob wir nicht gleich eine Ballenpresse mit Wickeleinheit besorgen. So. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Abo.
für Verbesserungsvorschläge bin ich bereit. Schreibt einen Kommentar. In diesem Sinne bin ich raus und ciao.